Alter, was geht ab, Leute? Okay. Das ist jetzt den angeblich besten Döner-Teller in München mit am Start, paar Jungs. Die kennt ihr aus den Zeiten, wo wir noch reich waren. Aus Dubai angeflogen. Alles besser. Das ist so eilig, Leute. Schön, ja, ich würde das alleine essen sogar. Ohne. So, Leute, das Salat, wir haben gerade bestellt. Der Kollege hier zerstört den Laden gleich. Das stimmt nicht. Saga mit H. Ja, nette Location, nette Leute. Wir sind gespannt. Brot sah geil aus. Da hinten zeige ich euch später noch. Da sind wir doch vorbeigefahren. Das war doch ein extra Raum. Ja, viel süßer. Ist gerade aus dem Ofen. Da gibt es noch ein paar Clips, Leute. Ich wollte gerade noch was sagen, der Kameramann macht einfach aus. Ich wollte gerade sagen, schreibt unten in die Kommentare, welchen Kameramann findet ihr besser? Den heutigen oder die Kollegin von Berlin letztens? Den heutigen ist der richtige Antwort. Wir dürfen reinschauen wegen ihm. Er hat uns erlaubt, hier kurz reinzuschauen. Oh, Mashallah. Hallo. Boah. Das vorne, das auch Hackfleischen machen. Geil, wieder geil. Richtig mit Liebe. Was können wir drin? Der macht frisch hier jeden Tag. Also die Kebab, die ist eine halbe Stunde ist fertig. Wir machen neue wieder. Immer. Super Sache. YouTube. Ah, okay. Echt super freundlich hier. Ein Blick hinter die Kulissen. Das gibt sich überall, Leute. Boah, heiß da drin. Ihr habt's gehört, alles wird frisch zubereitet. Ja, sah gut aus. Nette Leute. Gut, dann es wird mit Liebe zubereitet. Es wird mit Liebe zubereitet. Okay, das muss was heißen. So, kleine Vorspeise. Ging auf deren Nacken, die wollen unser Feedback kaufen. Nee, Spahn, sehr nett, sehr freundlich, muss nicht sein. Vor allem für uns jetzt in Insi-Modus, da sagt man nicht nein. Haut rein, Leute. Ich wünsche euch die ersten Bissen. Guten Appetit. Wie cool ist, Leute. Das ist richtig gut. No. Oh mein Gott, weil es gratis ist, noch besser. Gratis schmeckt am besten, ja. Das sage ich immer. Ja, ja, Mann. Das war ein Burger für 40 Euro, Mann. Oh mein Gott. Diese. Bruder, Lifehack habe ich doch vorhin schon gesagt. Einfach mit der Kamera im Restaurant rüber und immer so ein Food-Blogger. Challenge-YouTubers. Ihr gegeneinander als irgendwelche Challenges. So, da sehe ich euch nicht als Food-YouTuber. Aber dann gewinne ich immer das Langbein. Gewinnt er immer. Gewinnt auch. Einfach das gesagt, ich habe 4 30 cm Foodlong Subway Sandwiches gegessen. Und wie viel hast du bis jetzt gegessen? Zähl nicht. Also ich sag, die Jungs sollen einen Challenge-YouTube-Kanal starten. Weil die machen öfters Challenges untereinander. Ja, Mann. Oh, ja. Oh, schreibt mal kurz in die Kommentare, was ist euer Rekord? Ohne Scheiß, wir sind so wundert. Rekord, okay. Wie viele Foodlong 30 cm Subway Sandwiches habt ihr mal gegessen? Weil 4 ist schon... 4 ist schon... schon respektabel, ja. Gönnt euch, Leute, gönnt euch. Wir haben ein Kebab, Lamm, hier Kebab, Lamm und Chicken. Ja, Mann. Brutal. Ich kann das noch nicht beurteilen, weil die Jungs essen in letzter Zeit nicht so gut. Nur Subway anscheinend. Irgendwelche Instant, scharfe Nudeln. Subway dies einfach. Oh mein Gott. Hat der Kebab-Spieß? Brutal. Boah. Sehr zart. Brutal. Ok.
lecker. Zart und saftig. Extra zart. Das ist aber auch richtig gut. Boah, danke vielmals. Boah, ach krass, ist das so. Ja. Wenn jemand mir sagt, ey, das ist der krasseste Döner-Teller in Kebab-Teller in München, kann man schon mal sagen, ja? Statement. Ist ein Statement, aber keine Lüge. Lass mir in der zweiten Hälfte sagen. Fun Fact vom Kameramann, nochmal. Achso. Wenn ich ein Tier sein müsste im Ozean, dann würde ich ein elektrischer Aal sein wollen. Warum? Ein elektrischer Aal, die haben keine, wie heißt's? Predators. Ja. Predators, genau. Und weil die geben immer so einen Elektrostoß ab. Und deshalb getraut sich niemand, die anzuficken. Okay. Sag mal kurz, das Ausmaß vom Essen. Also, hier fleißig aufgegessen. Hier sind wir noch guter Dinge. Und hier? Auch guter Dinge. Auch guter Dinge. Auch guter Dinge. Zwiebelmann, zu viel. Ich verstehe den Kollegen. Ich habe ihn zuerst dumm angemacht, warum er die zuhörig ist. Also gar nicht zu viel. Ich habe so einen extremen Geschmack in mir. Das war mir zu scharf. Das fand ich nicht so angenehm. Aber der Rest war. Ja, aber zero. Aber zero. Finish! Ein letztes Wort an den lieben Herr Barisch. Oh. Herr Barisch, wir sind den ganzen weiten Weg aus der Schweiz hierher gekommen. Du bist nicht mal zentral. Nicht durch. Oh, der schlechte Kameramann. Hey, hey. Siehst du, Barisch wäre besser auf jeden Fall. Barisch, und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich kann es nicht anders sagen. Wir haben uns auf den ganzen weiten Weg gemacht. Wir haben uns so auf dich gefreut. Jetzt musst du in die Schweiz kommen, mein Guter. Oma? Ich bin auch enttäuscht. Oh. The pressure is on now. Eieiei. Du musst jetzt, also ihr eigentlich, ihr müsst jetzt nach Zürich kommen. Und dann machen wir Zürich-Döner-Tour. Es gibt schon so 3-4 gute Döner da. Aber nicht nur teuer. Nee, auch gut. Auch gut normal. Also in der Schweiz ist alles teuer, aber ja, das kommt gut. Ja, Mann. Barisch, wir freuen uns auf dich und hoffen, du hattest trotzdem einen guten Sonntag. Jungs, es war mir wie immer eine Ehre. Ja, Mann. Boah, es war mir eine Freude. Ja. Ich muss noch ein kurzes Statement machen, ja, bitte. Um den Druck zu erhöhen. Ich habe gesagt, dass wenn wir uns das nächste Mal sehen, nächstes Jahr, 2024, ja. Werde ich ein Sixpack haben. Inshallah. So, jetzt ist es gesagt. Ja, da muss noch ein bisschen was weg. Zuerst 4 Adana-Spieße, die ich gerade gegessen habe. aber ja, ich habe was vor mir. Wir haben alle was jetzt vor ist uns. Der Druck bis zum nächsten Mal. Das ist gut. Habe mich sehr gefreut. Wie immer, Bro. Liebe dich, Hang. Wir sehen uns. Liebe dich auch, Barisch. Vielen Dank, Barisch. Bis bald, Barisch. Bald, hoffentlich, in der Schweiz. Ja, Mann. Wir sehen uns bald. Liebe Grüße an alle. Da kann man auch nur Inshallah sagen. Yo, das war's von mir und den Jungs aus Dubai, beziehungsweise Schweiz. Letztes Jahr noch zusammen über den Dächern Dubais goldene Burger gegessen. Jetzt freuen wir uns über Brot umsonst. Wilde Zeiten. Aber man ist dankbar für das, was man noch hat. Saga Grillhaus war gut, sympathisch, nette Mitarbeiter, gute Atmosphäre, gutes Fleisch. So muss sein. War sehr lecker, kann man empfehlen auf jeden Fall. Ob es jetzt der Beste ist, ich glaube, da geht noch was. Wir sind weiter auf der Jagd, aber es ist ein guter Laden. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram, investiert in Bitcoin, die für Crow, Crypto Cash Show gehen. Jeden Tag tracken, serious business und ciao.